Ja, hallo Lieben, ich bin schon mal Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und so weiter und so fort. Und ja, ich habe heute mal wieder eine Dating-Frage rund um Beziehungen, die nach einem Jahr so auseinandergegangen ist und dann in so ein On-Off übergegangen ist. Genau. Von der Zuschauerin. Hallo, es geht um meine letzte gescheiterte Beziehung. Wir waren in den 30ern, sind vor 3 Jahren zusammengekommen. Jetzt bin ich Single. So sehr stichwortartig geschrieben. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Dating, erste 3 Monate waren gut gelaufen. Viel Leidenschaft und Knistern. Danach rote Flaggen, die ich erst so nicht erkannte. Überforderung seinerseits. Ja, jetzt so ein Schichtberuf, Themen wie Alkohol, Gaming-Sucht und Unverbindlichkeit fielen mir auf. Ja, also Süchte sind sehr schwerwiegend. Also es ist wirklich schwer, mit jemandem zusammen zu sein, der eine Sucht hat. Nach fast einem Jahr zog ich zu ihm, obwohl ich psychische Auffälligkeiten erahnte. Die Schreiberin ist auch so im helfenden Beruf tätig. Erst weigerte er sich. Seine Ex hatte sofort mit ihm gelebt und sei eine Psychotante gewesen. Okay, was auch immer das ist. Zudem sagte er, wenn du hierher ziehst, geht alles kaputt. Ich weiß ja, wie ich bin. Ja, also wenn jemand das sagt, sollte man da nicht hinziehen. Aber naja, hinterher ist man immer schlauer. Aber glaubt den Menschen, was sie sagen am Anfang. Wirklich, das sage ich immer wieder in ganz vielen Videos. Ich habe es als Scherz aufgefasst. Naja, offensichtlich kein Scherz. Nach einigen Monaten freute er sich riesig und bejahte diesen Schritt. Obwohl er sich im Urlaub zuvor noch negativ über frühes Zusammenziehen geäußert hatte. Ja gut, das muss man dazu sagen, ist ein ambivalentes Thema scheinbar. Dachte mir, wenn ich dahin ziehe, sehen wir uns mehr, alles wird besser. Nee, man sollte nicht denken, dass durch Zusammenziehen irgendwas besser wird. Deswegen rate ich auch immer zu, wenn das irgendwie möglich ist, mal so Probe zusammenzuziehen, mal vielleicht in Ferien da mal 6 Wochen zu wohnen oder also irgendwie, vor allem wenn man in der gleichen Stadt ist, das mal auszuprobieren, ne? Dann entdeckte ich in Schränken noch viele Klamotten der Ex mit Quittungen, worauf ich schließen konnte, dass er vor mir nur ein paar Wochen Single war. Na gut, was vor euch war, ist natürlich irgendwie nicht, ja, seine Sache, ne? Außerdem war er noch bei Tinder angemeldet, als es passierte. Also jetzt sag mal nicht, als ihr jetzt hier zusammen seid, monatelang, das ist big, also es ist big fucking red flag. Das sollte man einfach nicht mehr zusammenbleiben, wirklich. Aber erklärte ihm bereits weit vorher, dass ich zu dem Zeitpunkt wirklich nichts wusste, wie man sich da löscht. Ich auch, aber erklärte ihm, ach du auch noch, also das kann ich nicht begreifen, Leute, warum stresst ihr euch damit? Da muss man sich natürlich abmelden. Das ist so der Stresspunkt, wenn man sich über eine App kennenlernt. Aber irgendwas ist, also Bauchgefühl würde ich sagen, das ist ja schon wieder irgendwas total faul. Ich reagierte total über, sah mich aber prinzipiell im Recht, da es ein No-Go ist mit Klamotten der Ex und entschuldige mich fürs Überreagieren. Naja, also das sind alles keine harten, also du warst auch noch auf den angemeldet. mit dem Klamotten, ja, so sind Männer halt manchmal. Hat das scheinbar nicht gut aufgeräumt. Ja, ist scheiße, aber auch das hättest du vorher vielleicht angucken können. Und was vorher passiert ist, ist nicht dein Business. Also da könnte schon sein, dass du da vielleicht wirklich überreagiert hast, ne? Ich zog bei ihm ein, es lief ein Jahr harmonisch. Okay, gut, immerhin. Ich sprach behutsam an, dass ich Mitte 30 bin und einen Kinderwunsch habe. Ja, hab dann auch Verhütung abgesetzt. Kam es zu Diskussionen, Aufschieben und Aufsreden, also hast das alles auch kommuniziert. Ja gut, auch das ist wieder so ein ganz, ich meine, du willst es, kann ich auch verstehen. Also es ist für Männer manchmal auch schwer zu sagen, was es bedeutet und vor allem, wenn man schon in den 30ern ist, ist es manchmal auch schwierig, dann so eine richtige Entscheidung dafür zu finden und keiner weiß auch, wie es dann wirklich wird und ja, so hundertprozentig läuft die Beziehung ja scheinbar auch nicht und ist schwierig, was soll man dazu sagen, ne? Das ist echt schwierig, sich so ganz bewusst dafür zu entscheiden und dann keine Ambivalenzen zu haben, so. Ja, also manchen gelingt das natürlich, aber je älter man wird, umso schwieriger wird das, glaube ich.
Ein halbes Jahr zuvor hatten wir auch Hauskauf besprochen, unkonkret. So, dann im zweiten Lockdown kippte die Stimmung, wie bei vielen wahrscheinlich. Kinderwunschdruck stieg. Ja, das ist, wird ganz leicht zu so einem Beziehungskiller, wenn der andere da nicht so im selben Boot ist. Aber ich meine, ich verstehe dich da. Jetzt, was willst du machen, wenn du den hast, ne? Ja, schwierig. Ist echt schwierig. Ja. Aber wir haben auch wieder hier, so schreibst du Games und ja, sprichst hier von zwei Flaschen Schnaps und so. Ja, also ich finde es wahnsinnig schwierig, mit jemandem zusammen zu sein, der so konkrete Süchte hat. Kann ich nicht empfehlen, ne? Aber offensichtlich gibt es weiter. Weiter Verunsicherung, Destabilisierung. Dann ging es wohl nicht weiter mit dem Kinderwunsch. Du hast dich dann an eine entsprechende Stelle genannt und die Ärzte rieten zu sofortigen IVF. Ist, glaube ich, so in vitro fertilisiert, ne? Wahrscheinlich, nehme ich mal an. War Schock für mich. Und dann ist die Beziehung weitergekippt. Er verließ ständig Puffy mit die Wohnung. Bettsport wollte er nicht mehr, ja. Ach, warum tut man sich das immer an, ne? Wenn diese Beziehung so, also diese Auseinanderfallphase und ach, das ist immer so ätzend, ne? Dir ging es jetzt körperlich auch nicht mehr gut. Auf Annäherung von mir kamen Aussagen, wie kauft ihr doch ein Dildo? Wo sind deine fucking Standards? Muss ich auch immer wieder sagen. Warum tut man sich das an? Das muss man sich einfach fragen. Wir können jetzt wieder bei diesem Mann stundenlang meckern, wie doof der ist und wie gemein. Und warum bleibt man da, ne? Das muss man sich immer fragen, ne? Dann rastet er aus. Ich weiß, dass seine Ex ihn verlassen hatten aufgrund exzessiven Gamings und so weiter. Ja, ich meine, das sind handfeste Probleme, ne? Ja, dann habt ihr nochmal versucht zu reden. Dann hat er einen Witz drüber gemacht, wie soll ich das jetzt mal sagen, einen Witz gemacht über häusliche Gewalt. Oh mein Gott, ey. ich suchte mir eine Wohnung und informierte ihn auch drüber. Okay. Gut, ja, was soll man dazu sagen? Es passt einfach nicht. Gut, wenn es jetzt hier vorbei wäre, okay, wäre immer noch zu lang, glaube ich. Aber ihr habt dann keine klare Trennung gehabt. Er hat es dann wieder bereut, dass du ausgezogen bist. On-off begann, ja, von on-off, also da könnt ihr mich schlagen. Ich halte davon überhaupt nichts, gar nichts. Es ist, ich kann immer wieder sagen, on-off heißt nicht kompatibel. Ich weiß, es gibt so viele Sachen im Internet, die sagen, ja, man muss dies machen, man muss das. Also ich bin seit 20 Jahren Paartherapeut. Ich habe keine längere On-off-Beziehung gesehen, die sich erholt hat. Also klar, sicherlich mal, dass man sich mal einmal irgendwas hat, meinetwegen auch zweimal, aber spätestens das dritte auf, ist der Drops gelutscht, es passt einfach nicht, fertig, ne? Man sollte einfach nicht so lange rumwursteln an Beziehungen, wo es einfach nicht vorangeht, ne? Befreundete Psychologe machte Paarberatung, ja, das ist nichts, was jemand Befreundetes machen sollte, das sollte jemand machen, der einfach ganz normal von außen kommt, vermischt das nicht, Leute, ey. Auf was Außenstehendes ließ er sich nicht ein mit der Aussage, er wollte kein Geld dafür aussagen, er halte von sowas sowieso nichts. Ja, dann kannst du dir auch gleich schenken, aber ich sag ja sowieso, also ab hier, On-Off-Beziehungen, nicht kompatibel, Leute. Macht euch das Leben nicht so schwer, ne? Hatte heute auch wieder Kommentare auf Social Media, ja, manche Sachen sind auch so kompliziert. Die meisten Sachen, gerade diese schwierigen, destruktiven, toxischen, sind überhaupt nicht kompliziert. Das ist eigentlich total einfach, wenn man mal einmal ein klares Wertesystem hat und ich plädiere für ein Dating und Beziehungen mit klaren Wertesystemen, so, ne? Und wenn du die aber nicht hast, bist du verraten und verkauft, ne? Dann. Fazit, ich trennte mich wieder, weil ich Commitment wollte. Er bekam Panik. So, dann wurdest du wieder zurückgehuvert, bla, bla, bla. Dann brauchtest du wieder eine Pause, dann wieder keinen Kontakt. Dann wollte ich wieder zurück. Ja, das ist dieser. Kann ich jetzt alles hier vorlesen, aber ich meine, erstmal ist die Mail eh viel zu lang, mehr als 1000 Wörter, bitte nicht, Leute. Aber. Es ist on-off, ne? On-off heißt nicht kompatibel, ne? Ja, so, jetzt muss ich mal gucken, wo geht's weiter? Dann wieder wunderschöne Treffen, stockt wieder die Kommunikation, dann wieder keine Kommunikation.
Dann wollte sie wieder zurückziehen und sagte er, nee, das könntest du nicht, man könnte das ganze Jahr nicht eliminieren. Man muss an diesem Punkt noch einfach davon ausgehen, dass jemand dann auch schon keinen Bock mehr hat auf Beziehungen und du in so einem Freundschaft plus bist, vielleicht datet der andere. Das ist einfach, das kommt einfach nur Müll bei raus, ne? Hinzugekommen, er wollte weiter keine Intimitäten. Ja, was wolltest du denn? Will er dich als Putzhilfe einstellen oder was? Also, Leute, wo sind eure fucking Standards? Ich kann immer wieder sagen, macht wenigstens Modul 1. Hast du sogar auch hier gemacht, steht hier. Da sage ich das so ganz klar. Du musst, also ich meine, das ist jetzt in der Vergangenheit, verstehe ich schon, aber sollte dir klar sein, du musst klare Standards haben und wenn die, die sind nicht verhandelbar, ne? Also zumindest die Dealbreaker nicht und also dass es also selbst in solchen On-Off-Phasen keine Sexualität gibt, sollte ein Dealbreaker sein, ne? Wie soll das denn weitergehen, ne? Er wollte keine Immunitäten, haut immer früh ab bei den Treffen und Schuss war echt die Böse. Da ich ihm mitteilte, dass ich kurz nach der Trennung ein Date angenommen hatte mit jemand anders, ne? Es ist dein fucking Recht, ne? Seins aber auch, ne? Dabei war er in On-Phasen auch, ja, ach, wen wundert das jetzt, dass er natürlich auch auf Online-Dating war. Und erzählte mir, ach, es ist alles so irrelevant. Insgesamt hatten wir nach dem Auszug 3 oder 4 Anläufe. Ja, also alles größer gleich 3 ist wirklich definitiv sinnlos. So, Therapie, ich vermute mal, die Paartherapie beinhaltet Thema Beuteschema und Reflexion. Therapeutin stand gefühlt mehr hinter ihm, gab mir ein Schuldgefühl. Aber das ist auch was passiert, wenn man meiner Ansicht nach im Freundeskreis sowas macht, aber. So, dann hat sie die Diagnose Borderline gegeben. Ist das denn überhaupt ihr Job? Ist sie überhaupt befugt dazu? Ist es überhaupt eine Psychotherapeutin? Fragen über Fragen. Was auch ein bisschen mehr meine eigene Einschätzung bezüglich meiner Vergangenheit war. Ja, das ist eine schwerwiegende Diagnose. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Die Zeit in Anspruch nimmt, die zu machen. Und weiß nicht, ob das so der Ort ist, so in so einer casual vom bekannten Paartherapie, so eine Diagnose. Habt ihr Modul 1 gemacht und ein Buch gelesen? Ja, dann halte ich dran. Es gibt auch noch mehr Kurse und aber halt zumindest deine Standards ein. Und auch in der Vergangenheit würde ich das nicht mir nicht den Kopf drüber zerbrechen. Also er hat krasse Dealbreaker verletzt und Thema Beuteschema, ja, gucken, ist es dein Beuteschema? Irgendwie Typen, die nicht wirklich loyal sind, kennst du das? Bist du ein bisschen addicted zu toxischen Beziehungen? Das heißt, sind normale Beziehungen für dich langweilig? Stehst du ein bisschen auf Drama? Bist du ein bisschen liebessüchtig? Weil sonst, also wenn man jetzt nur diesen Text sieht, müsste man eigentlich sagen, warum weinst du dem eine Träne hinterher? Und wenn du es tust, ist es halt oft Liebessucht. Und man, da habe ich ja so viele Videos drüber gemacht, kannst du dir auch nochmal angucken. Denk immer noch obsessiv nach über das Ganze. Ja, aber obsessives Nachdenken ist für mich einer der Hinweise, dass es. Das ist ja meine Definition von toxischer Beziehung. Aus Sicht desjenigen, der sie erlebt. Jetzt nicht der Partner ist böse und bla bla bla, sondern wenn dich eine Beziehung obsessiv macht, ist sie toxisch, ne? Und da kann man nur bei sich gucken, warum gehe ich so in dieses Liebessuchtmuster rein? Habe ich ein Thema mit Selbstliebe? Was ist meine Vergangenheit? Das sollte in der Therapie, denke ich, dann auch. Also du hast ja keine richtige Einzeltherapie, aber das sollte besprochen werden. Und ja, und du kannst meiner Ansicht nach, ich werde die Meinung immer behalten, zu jemandem, zu dem du ein liebessüchtiges Muster hast, mit dem kannst du nicht zusammenbleiben. Also kannst dich tausendmal im Eck drehen. Ich werde immer das Gleiche sagen. Und ja, ihr könnt gerne zu irgendwelchen anderen YouTube-Coaches gehen, die immer sagen, ja, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Meiner Ansicht nach ist das verschwendete Zeit. Ich habe das nie erlebt, dass es funktioniert hat. Rausgeschmissenes Geld. Aber letztlich muss ich ja selber wissen, ne? Aber das ist meine Meinung dazu, ne? Und das ist natürlich normal, dass man da hinterherhängt, weil on-off macht es in sich schon süchtig. Aber ich habe da eine ganz kleine Meinung zu. Und meiner Ansicht nach bringt es nichts, darüber nachzudenken, so, ne? Guck nach vorne, ne? Inwieweit war ich toxisch? Ich denke, durch fehlende Grenzsetzung. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema hier, kann ich ganz klar sagen, ne? Hab keine Empfindung, kein Selbstvertrauen mehr. Ja, gut, das machen diese Beziehungen. Fühle mich lang wie durch einen Reißwolf gedreht. Ja, aber das kommt auch durch dieses On-Off und so, ne? Und jetzt weiß ich nicht, weil du es mal einmal angedeutet hast, ich finde es auch gut, auch wichtig, über eigene Schattenseiten, vielleicht bist du ein bisschen aufbrausend, emotional, vielleicht bist du manchmal zu empfindlich, vielleicht hast du auch nicht sehen wollen, dass er nicht das will, was du willst und bist vielleicht manchmal sauer geworden, aber trotzdem, alles, was er hier macht oder was ihr auch zusammen macht, dieses ganze On-Off, dieses ganze Hin und Her, dieses nicht richtig loyal sein, auch von ihm, ja,
also da ist auch ganz viel Seins und deswegen sage ich auch immer ganz gern nicht kompatibel, weil habt ihr euch hierbei also sicherlich auch gegenseitig angetriggert, aber du kannst, es bringt ja nichts, wenn du dich komplett ändern musst, dass so eine Beziehung funktioniert, ne? Aber du kannst ihn halt auch nicht ändern, ne? Er will scheinbar keine Kinder, er will scheinbar lieber ein bisschen uncommitted sein und trotzdem die Nebenleistung von Beziehungen mitnehmen, und dazu stehst du halt nicht bereit, ne? Und dann passt es halt nicht, ne? Frage mich oft, ob ich an der Schuld bin an der Dynamik. Also Schuld garantiert nicht. Also ihr habt das zusammen, seid ihr da so reingerutscht. Schuld finde ich sowieso die ganz falsche Frage. Ich gehe Sachen mal so Verantwortung übernehmen und du kannst natürlich daraus lernen, man sollte daraus lernen. Und was ich hier sehen kann, ist, dass du deine nicht klare Standards und Jailbreaker hast, nicht eine klare Werteorientierung in Dating und Beziehung. Das ist der Fehler, den die meisten machen, meiner Ansicht nach. Und wenn man das nicht hat, rutscht man in alles Mögliche rein. Und dann jetzt genau auseinander zu döseln, wer hat was gemacht. Aber all die Sachen, die du ihr aufzählst, die du jetzt nicht gut fandest, die werden schon passiert sein. Und wie er sich verhält, da kannst du jetzt nichts dafür erstmal so, ne? Klar, man drückt sich manchmal dann in der Endphase von so Beziehungen noch mehr in so Pole rein und es wird immer dramatischer und toxischer. Ja, ist vielleicht auch menschlich, aber deswegen bin ich auch absoluter Gegner von Non-Off-Beziehungen, ne? So, da ich in ihn so verliebt war, habe ich das Gefühl, mich nicht mehr verlieben zu können. Ach, das geht schon wieder. Lass dir mal. Aber es geht erst, wenn du auch wirklich das loslässt, auch vielleicht deinen Liebeskummer bearbeitet hast. Auch den nutzt, vielleicht machst du auch Modul 0, nutzt die entsprechenden Tools, da wirklich Bänder trennen, sich da rausziehen. Ja, aber auch so mental nicht immer, warum hat er dies gemacht, warum habe ich das gemacht, sondern okay, hat nicht funktioniert, abhaken, weiter, next. Ich bin ja ein großer Freund der Zukunft, ne, wirklich. Okay, hat nicht funktioniert, was kann ich daraus lernen, alles klar, aber ansonsten, zack, Fokus auf hier und jetzt, Fokus auf Zukunft, ne, hat nicht funktioniert, passt nicht, hat seine Chance gehabt, hat er nicht genutzt, next, ne. Ich weiß, ich gelte immer ein bisschen als hart, aber wenn ihr so ein Wohlfühl-Kuschelzone haben wollt, seid ihr bei mir einfach komplett auf dem falschen Kanal, sag ich jetzt mal so allgemein, nicht speziell zu dir hier. Zudem belastet mich sehr meine Situation mit meinem Alter. Ja, du bist immer noch Mitte 30 und hast immer noch, ich weiß jetzt nicht, was sie da in der Klinik genau gesagt haben, ob es an ihm oder an dir liegt. Ich vermute mal an ihm, wenn du jetzt kannst immer noch Kinder kriegen, aber wird mit so unter so einem Druck, datet sich einfach wahnsinnig schlecht. Und es ist bei vielen, ich habe das Gefühl, dass bei ganz vielen Wünschen, ob man sich jetzt mehr Geld wünscht, mehr Freunde, mehr Beziehungen, mehr Kinder, je mehr Druck man dahinter setzt, umso schwieriger wird das. Also das Universum weiß, dass du das willst, aber es ist wirklich besser, man kommt in so einen Vibe von, ich lasse das jetzt mal los und ich lasse es jetzt mal fließen, so, ne? Und das Universum wird schon, ja, wird das schon so machen, wie es für mich richtig ist, so, ne? Dazu passt übrigens gut, war es gestern auch mal wieder Thema bei dieser Kurs Spiritualität und nice, geiles Leben, den kann ich sehr empfehlen dafür. Oder du musst es halt allein angehen, gibt es aber heutzutage auch, glaube ich, die Möglichkeiten. Und ja, aber da jetzt so, auch da bringt obsessives drüber nachdenken gar nichts, ne? Also kannst du eine klare Entscheidung treffen, ob du es allein machst oder mit Partner, und wenn du es mit Partner machen willst. So dass man, nur dass man unbedingt jemand haben will, macht es nicht wahrscheinlicher, dass der kommt, also ganz im Gegenteil, ne? Frage mich, ob ich diese Co-Abhängigkeit zu stark habe wegen dem Kinderwunsch. Ja, man könnte auch andersrum überlegen, ob dieser Kinderwunsch auch was mit deiner Co-Abhängigkeit zu tun hat, ne? Also vielleicht hoffst du dir von so einem Kind, also jetzt ein ganz anderes Thema, aber von so einem Kind geliebt zu werden und ich weiß nicht was, und will ich dir jetzt überhaupt nicht unterstellen, ne? Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber immer drüber nachzudenken, wie das zusammenhängt, finde ich schon gut, aber ist jetzt kein Automatismus, dass nur weil man Kinderwunsch hat, geht man so in die co-abhängige Rolle. Also man kann auch in eine sehr dominante Rolle gehen, ne? Und eine sehr meckerige Rolle geben mit dem Kinderwunsch. Also es ist nicht gesagt, dass man, ne? Aber diesen Kinderwunsch nochmal anzugucken, gerade wenn du vielleicht schwierige Historie hast, da hängen ja manchmal auch so ganz viele Sachen dahinter, ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich möchte die Therapie erstmal nicht weiter fortsetzen. Also ich sehe überhaupt
null, also du sollst dich da jetzt lösen. Also es ist jetzt 3-4 Mal Schluss gewesen. Lass es los. Keine Paartherapie. Finito, niente. Der Typ ist durch. Der ist raus aus seinem Leben. Fertig. Ne? Also sei froh, dass du mit dem kein Kind hast. Ne? Aus oben beschriebenem Grund. Ja, du kommst da auch gar nicht raus. Du kannst dich auch nicht in jemand Neues verlieben, wenn du immer mit dem Ex zu tun hast. Ne? Versuch es mit deinen Kursen und anderen Methoden. Ja, ich kann dir natürlich auch vielleicht eine eigene Therapie sehr ans Herz legen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Und in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.